Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, warum diskutieren wir über den Bundeswehreinsatz in Mali? Mali ist ein Staat in der Sahelregion, der für die Stabilität der gesamten Region eine enorme Bedeutung hat. In Mali gab es vor einigen Jahren heftige bewaffnete Auseinandersetzungen. Es gab danach einen Friedensvertrag. Und die Bundeswehr ist dort in einer internationalen Mission, um die Umsetzung dieses Friedensvertrages zu unterstützen und abzusichern. Klar ist, in einer solchen Situation, Entwicklung und Frieden kann es nicht geben, wenn staatliche Autorität nicht funktioniert, wenn das staatliche Gewaltmonopol nicht funktioniert. Und genau an dieser Stelle unterstützt die Bundesrepublik Deutschland die malische Regierung und die Entwicklung dort im Land. Denn ohne diese Stabilität ist auch keine Entwicklung möglich. Für uns ist auch klar, das ist ein Einsatz unter schwierigen politischen Bedingungen. Es ist aber auch ein gefahrvoller Einsatz. Und ich bin mit dem Kollegen Koop und der Kollegin Tatti im Februar zusammen mit dem Bundesaußenminister dort gewesen. Und wir haben fast hautnah erlebt, wie gefährlich die Situation ist. Dort gab es einen großen Anschlag auf das Ausbildungscamp. Nämlich neben MINUSMA gibt es auch noch eine Ausbildungsmission, über die wir anschließend auch reden werden. Beides gehört unmittelbar zusammen. Denn am Ende geht es ja darum, dass wir den malischen Staat in die Lage versetzen, die Verantwortung wieder selbst in die Hände zu nehmen. Das internationale Engagement kann nur eine Unterstützung, eine Brücke in die Zukunft sein. Bei unserer Reise ist aber auch deutlich geworden, es gibt trotz unseres Engagements keine einfache Aufwärtsentwicklung in diesem Land. Zum Teil hat sich die Situation sogar verschlechtert. Im Zentrum Malis gibt es wieder verstärkt bewaffnete Auseinandersetzungen, gibt es heftige Anschläge. Vor wenigen Tagen gab es eine Regierungskrise mit einer kompletten Regierungsumbildung. Der Verfassungsprozess kommt nur sehr schleppend voran. Die vorgesehenen Wahlen sind verschoben worden. All das sind Rückschläge auf dem Weg, den wir gemeinsam mit Mali gehen wollen. Aber wenn man jetzt die Frage stellt, wäre es denn dann sinnlos, in eine solche Operation zu gehen? Ist das Engagement, das die Bundeswehr dort leistet, seit 2013 umsonst? Da kann man, glaube ich, sagen, nein, dieser Einsatz ist nicht umsonst. Zum einen, ja, wir erzählen das, weil die Erfahrung dafür spricht. Zum einen ist ziemlich deutlich, Herr Kollege, ohne die internationale Stabilisierung, und das erfährt man in vielen Gesprächen dort vor Ort, ohne die internationale Stabilisierung wäre die Situation viel, viel schwieriger, wenn nicht gar am Rande eines Bürgerkrieges. Und wir haben dort Gespräche geführt mit Vertretern des malischen Parlaments. Wir haben Gespräche geführt mit Organisationen der Zivilgesellschaft. Wir haben auch mit denen geredet, die dort Aufbauarbeit leisten und die uns alle gesagt haben, ein Mindestmaß an Sicherheit ist eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau des Landes und deshalb sind wir da. Ich will an dieser Stelle auch noch einmal sagen, Dankeschön an alle Soldatinnen und Soldaten, die dort im Einsatz sind. Es ist ein Einsatz, der gefahrvoll ist, die sich trotzdem dieser Gefahr aussetzen. Und ich habe in einer Reihe von Gesprächen, die ich auch mit unseren Soldatinnen und Soldaten führen konnte, festgestellt, sie sind sich der Situation sehr bewusst. Und sie sagen sehr klar und deutlich, wir haben selber das Gefühl, wir sind hier an der richtigen Stelle. Wir finden den Einsatz gut. Wir wollen Mali unterstützen auf einem guten Weg in die Zukunft. Und deshalb unterstützt die SPD die Verlängerung dieses Mandats. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Matschi. Als nächster Redner hat der Kollege Rüdiger Lukassen, AfD-Fraktion, das Wort.